Hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wiggles. So, ich hoffe, dass das jetzt so langsam hier auch klappt mit dem Kochen jetzt wieder. In meiner letzten Folge echt. Hier jetzt echt, wie man sieht, ist immer noch knapp am Essen. Weil hier einfach niemand kochen will, ne? Das ist ein bisschen blöd. Deike macht halt irgendwas anderes, ne? Ich werde mal das doch wieder wegmachen. Ich hoffe einfach, dass jetzt hier irgendwelche Regals sich da jetzt finden werden. Ich weiß es nicht. Es wäre schlecht, wenn nicht. So, einige sind ja auch gestorben in der letzten Folge noch. Ziemlich viele sogar. Es wird jetzt auch weniger Regals haben zur Verfügung. Was haben wir ja noch für Bücher? Ich schau mal. Siegen und Verkoksen. Kleine, was? Ich kann sie nicht. Schauspielkurs? Okay. Zwerge. Ich guck mal. Wer ist der Jüngste jetzt? Rune. Rune. Ich werde jetzt Rune einfach ein bisschen was geben. Damit es hier einfach mal weniger wird. Hamster mal anders. Achso, nee, nicht so, sondern so. Alter, wieso hat sie so viel Bier im Inventar? Jetzt mal ernsthaft. Hat sie gerade gekocht? Scheiße. Und sie hat auf jeden Fall eine Kochmütze auf. Okay, plus zwei in Nahrung. Warum hat die so viel Bier im Inventar? Das kann der mal alles rausstellen hier. Keine Ahnung warum, ich habe es ihm nicht gegeben. Ich weiß auch nicht, warum er sich selber so viel Bier holen sollte. Also selbst wenn er an der Bar arbeitet, braucht man doch nicht so massig viel Bier. Stell das mal weg, bitte. Alles wegstellen. Und das auch. Gut. Ich muss hier dieses Kochen wirklich im Auge behalten, ne? Ich glaube, wir sterben hier alle. An Unterernährung, weil die nichts zu essen machen. Ich weiß nicht. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade machen soll dagegen. Ja, Manuela ist jetzt auch schon fast tot. Die stirbt jetzt auch schon. Und Antoinette ist auch fast tot. Oh je. Oh. Große sterben und wir haben momentan keine Kinder. Oh, sie ist gleich tot. Manuela, wo bist du? Du kommst mal auch irgendwie noch hierher, weil ich stirb beide gerade. Das ist nicht schön. Sie brauche ich jetzt auch keine Arbeitszeiten geben hier. Nee, bleib mal hier. Paar Sekunden. Manuela wird gar nicht mehr herkommen, wa? Ist das Manuela? Nee. Jetzt stirbt sie gleich. Manuela ist schon tot. Oje. Und sie jetzt auch. Manuela ist hier gestorben? Okay. Oh, und guck mal, wie wenig wir jetzt noch haben, ne? Scheiße. Das ist echt mistig gerade. So, dann werde ich jetzt nochmal die Arbeitszeiten umstellen und ich werde jetzt halbieren, weil was, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und immer mit den Partnern zusammen. Jadwiga. Also Jo und Jadwiga. Jo macht so. Und Jadwiga auch. So, Ismael. Der Partner ist schon tot. Okay, dann lasse ich den einfach mal so arbeiten. Innozenz-Partner Conny. Und Conny stellen wir auch so ein. Aurelia hat auch keinen Partner mehr. So, Patrick hat mal, Conny hat mal. Karin ist Leo. Die machen wir jetzt genau andersrum. Die andere halbe Zeit. Karin und Leo.
Na, noch ein bisschen. Jadwiga hatten wir schon. Deike hatten wir noch nicht. Partner ist tot, okay. Bastian und Chantal. So. Nee, andersrum. So, Ita hatten wir mit Patrick schon, ja. Oder hatten wir Patrick schon umgestellt? Nee, hatten wir nicht. Also Patrick und Ita noch. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Kinder kriegen. Leo und hatten wir und Ruhn. Ruhn und Anna. Die Anna habe ich auch schon umgedreht. Nee, okay, dann werde ich die nochmal auf diese Seite machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Wir müssen gucken, wie das so läuft, ne? Jetzt haben wir es erstmal auf jeden Fall so eingerichtet. So, jetzt schauen wir mal, wer jetzt wie arbeitet. Okay, der erntet Pilz. Der macht gerade gar nichts. Eisenschmelzen. Schusswaffentraining. Frei. Oh, haben die nicht genug? Macht Raupensuppe. Mittelalter. Können die in der Industrieküche nicht kochen oder was? Warum nicht? Brauchen die da andere Anforderungen für? Ich kann mir fast nicht vorstellen. Eigenartig, wirklich. Ich finde es wirklich eigenartig. So. Okay, jetzt haben wir aber gleich Schichtwechsel. Das heißt, jetzt brauche ich auch die noch nicht nehmen, die jetzt hier stehen. Nee, eigentlich nicht. So, schauen wir mal hier nochmal ein bisschen in der Gegend rum, wo wir letztens runtergehen. Oh, jetzt. Oh, jawohl. Endlich. Endlich. Neuer Zwerg geboren. Von wem? Von Conny. Und Antoinette ist jetzt auch, ja, genau, das hatten wir ja noch. Ein neuer Zwerg ist geboren. Wo ist denn der jetzt hin eigentlich? Oh Gott, den Namen werde ich nie aussprechen können, ne? Wirge? Wirge? Wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht mal, ob es lohnt, sich die Schule anzumachen hier. Erstmal muss der Knirps ja hierher kommen. Er ist auf dem Weg. Machen wir ein bisschen schneller. Dip, 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 dip. Ein kleines Mäuseschrittchen. Wartet er oder sie? Er oder sie? Was ist das eigentlich? Ein R? Er zur Schule. Da kommt er wieder. So, jetzt ist er gleich da. Jetzt müssen wir hier aber auch mal die Schule anschalten, damit da auch mal ein Lehrer kommt. Weil jetzt chillt er nur davor rum und hat eigentlich keinen Lehrer. Nicht wirklich, ne? Vielleicht kommt ja noch einer. Das sieht aus, als ob... Jawohl, der will Schule machen. So. Aber es klappt halt nicht, dass ich die Wickels anklicke und darauf klicke, ne? Das machen die einfach nicht. Ich hoffe, die machen das einfach von sich aus, hoffe ich jetzt mal. So, dann haben wir hier auf jeden Fall. Wird noch weiter gekocht, wie mir scheint. Aber lasst mich raten... In der Küche halt nicht. So, was haben wir noch für Bücher? Ich kann das... Die liegen alle so dicht beieinander, dass man das gar nicht richtig lesen kann. Also irgendwie was noch für Schwert, für Schauspieler. Schmerzerblech. Was? Schwerter statt Flugscharen, okay. Nee, ich lass die mal noch liegen. War denn jetzt mittlerweile schon Schichtwechsel? Noch nicht ganz. Muss man noch mal kurz machen hier. Ich warte auf den Schichttausch. Noch ein paar Sekündchen. Reicht noch nicht. So, jetzt aber, ne? Ja. Aber sind die dann alle weg oder stehen die hier noch? Das ist nämlich das Problem. Die stehen hier noch teilweise. Na, der hat ein bisschen zu viel. So,
So, okay, die finden alle was. Die irgendwie er nicht. Unterricht. Der hat noch nichts gefunden. Der hat auch noch nichts gefunden. Doch, macht Raupensuppe. Okay. Sie findet irgendwie nichts. Und die andere hat ja quasi frei. Da muss ich die Freizeit auch gönnen. Gut, dann kann ich jetzt nur die eine gerade nehmen. Mache ich dann jetzt auch einfach mal, damit wir wenigstens noch ein bisschen hier frei buddeln können. Somit decke ich hier unten hin und wir buddeln hier einfach noch ein bisschen nach links und nach rechts, würde ich vorschlagen. So, dazu müssen wir natürlich wieder die Zeit ein bisschen vorspulen lassen, weil das wird ein bisschen dauern, bis sie unten angekommen ist. Und ganz so lange mache ich die Folgen ja nicht. Also, damit wir überhaupt noch ein bisschen buddeln können, muss ich jetzt leider vorspulen und euch irgendwie so zusabbeln, ohne dass wir hier großartig irgendwas sehen. Ich kann natürlich ab und zu auch mal schauen gehen, wie weit sie gerade ist. Da kommt sie. Oh ja, das geht ja schnell. Wenn sie erstmal auf der Leiter sind, dann geht es ja zügig. Und da ist sie schon. So, dann werden wir hier einfach noch halt zusammen mal nach da gehen. Und schnell, bitte, bevor sie sich wieder anders überlegt und woanders hingeht. So, ich will jetzt unbedingt nochmal ein bisschen was finden. Und sie hat auch einen Schlagbohrer. Perfekt. Das läuft gut. Das läuft zügig. Gucken, ob wir hier noch eine Höhle finden. Das sieht gut aus. Da ist eine Höhle. Und da ist eine Alienpflanze. Okay, an der können wir erstmal vorbeirennen, beziehungsweise können wir sie erstmal in Ruhe lassen und uns hier die Tonne holen. Was ist da? Steinbrocken. Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Und Essen, oder? Nee, ein kleiner Heiltrank. Ein einziger kleiner Heiltrank. Oh. Okay, dann rennen wir hier zügig vorbei. Ohne dich treffen zu lassen. Super. Da mal öffnen. Und da haben wir noch ein Buch. Mein Schwert und ich. Okay. Hey, du solltest das einpacken. Also mitnehmen. Dann schauen wir mal, ob hier noch ein bisschen was kommt. Oh, Eisen. Das finde ich klasse. Eisen ist super. Das werden wir auch noch abbauen, aber jetzt nicht mit Jadwiga. Da komme ich mit einem anderen dann wieder. Wir erkunden jetzt erstmal mit Jadwiga ein bisschen noch weiter die Umgebung. Hier geht es noch weiter runter. Oh, da ist ein Gegner. Okay, da gehen wir wieder hoch erstmal. Alleine schaffen wir das nicht. Also, ja, sie hat noch eine Keule. Das wäre zu riskant. Da hauen wir erstmal lieber ab. Doch mit der Alienpflanze hier, das bringt nichts. Da rennen wir lieber schnell dran vorbei und gehen erstmal wieder zurück mit Jadwiga. Und zwar das Buch einmal hier hinschmeißen, ne? Hier kocht wirklich keiner mehr. Das muss ich jetzt mal gucken. Sind die jetzt wirklich alle zu schlecht, die ich hier habe? In Produktion? In Nahrung oder was? Sind die da zu schlecht? Wir haben ja 54 eine. Der kann doch hier locker kochen, der Ismail. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also wenn ich hier nochmal auf Null mache. So, Grillhamster, Grillpilz, Raupensuppe. Das und das. Das kann doch nur wieder irgendein Bug sein. Und das kann ich mir das nicht erklären. So, was machen die alle so? Theater. Der macht gerade gar nichts. Spa. Schwerttraining. Der kocht bei der Mittelalterküche. Genau, Jadwiga hat man ja gerade. Die legt das Buch gleich ab. Und Anna macht auch nichts. Doch, Unterricht jetzt. Der macht auch Schusswaffentraining. Also irgendwie läuft es momentan wieder nicht so gut. Was mir überhaupt nicht gut gefällt, ne? Ich überlege die ganze Zeit, was ich dagegen machen kann, aber mir fällt irgendwie nichts Gescheites ein. Nö. Das ist doof irgendwie.
Okay, da legt sie gerade ihr Buch ab, glaube ich. Und den Heiltrank legst du mal nach hier hinten mit ab. So, Zwerge, Metalle. Wenn ich hier Silber ab. War das Silber? Ja. Silbererz abbaue, zählt das, glaube ich, für Metalle, ne? Das zählt nicht für Alchemie. Alchemie zählt, glaube ich, für, wenn man Kohle abbaut. Metalle. Ita hat 13, Anna hat 12. Ita und Anna, wie alt seid ihr? Anna ist 8, Ita ist 5. Müsste ich direkt mit Anna runtergehen. Oh, wir haben einen neuen Zwerg. Den ich gerade nicht sehe. Da. Dahinter irgendwo. Bertel. Willkommen, Bertel. Schön, dass du bei uns bist. Gehst du hier rüber? Gehst du zur Schule, bitte? Jetzt? Bertel will nicht so ganz. Aber ich will, dass Bertel will. Und er lässt sich immer wieder fallen. Jetzt hat das. Nee, nicht wieder fallen lassen. Mann, komm schon hierher. Ach, so süß wie die sind, aber die sind schwierig zu handeln, okay. So, mit Anna müssten wir theoretisch. Mit Anna? Nee, mit Ida habe ich gesagt, ne? Mit Ida müssen wir das abbauen gehen. Problem ist allerdings, dass da diese komischen Gegner sind und ich glaube auch nicht, dass wir das in der Folge noch machen. Nee, nee, nee. Ich muss hier auch drauf achten, dass hier hoch. Nee, das brauchen wir nicht. Dass hier schön weiter gekocht wird. Ah, oh, hier kocht einer. Wer ist das? Ismail. Also kann man vielleicht doch nur ab einem gewissen Wert hier kochen. Aber dann müsste ich Ismail hier zuordnen, dass Ismail hier auch immer fleißig kocht. Das mache ich mal. Ich hoffe, das klappt. Das wäre sehr wichtig. Puh. Haben wir endlich einen neuen Koch gefunden. Das wäre schön. Gut, dann sehe ich vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung hier bei uns. In unserem kleinen Wickeldorf. Dann bedanke ich mich erstmal für heute bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.